Hallo, einige von euch haben gefragt, wie Sie sich das mit der Lernumgebung vorstellen können. Und damit ihr wisst, wie das nächste Woche im Online-Kurs für euch stattfinden kann, oder die sich schon eingebucht haben und ihren Platz reserviert haben, die wissen das natürlich schon, weil es schon ein paar Tage online ist. Und für alle anderen, sei gerne dabei und schau doch mal, was dich erwarten kann. Du hast auf jeden Fall in der Lernumgebung einen herzlich willkommen Teil. Und dann kannst du halt so sehen, da habe ich dann so die ersten organisatorischen Sachen für dich aufgeschrieben. Da geht es so ein bisschen um Termine und Zeiten und wann wir was machen wollen. Hier habe ich die Themen nochmal für dich notiert, dass du auch nochmal schauen kannst. Also wir wollten schauen, was die Hochbegabung, wie sich das eben, welche Merkmale es gibt und welche Vorteile du daraus hast. Da erzähle ich auch gleich nochmal was zu, denn da ist schon das erste Workbook online. Das heißt, alle, die sich schon eingebucht haben oder das jetzt in den nächsten Tagen tun, die können schon vorarbeiten, können sich das schon mal raussuchen. So ist dann auf jeden Fall auch das erste Training viel, viel intensiver für dich, wenn du dich vorbereiten konntest. Genau, ansonsten gibt es Minderleistung zur Leistung. Das ist dann aber erst in einem Monat das Thema und so gehen wir weiter voran. Wichtig ist auch, dass wir ins Gespräch kommen. Das heißt, du hast mit den anderen Eltern die Möglichkeit, dein Thema voranzubringen. Du wirst in einer Gruppenarbeit mit dabei sein und du wirst auch Erfolg haben. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ja, hier habe ich noch mal so eine Idee, was du vielleicht noch tun könntest. Und hier ist unser kleiner Hund Mino, der sich schon freut, an meiner Stelle, dass du bald dabei bist. Ja, und wie könnte denn so ein Workbook aussehen? Ich weiß, ich habe schon ganz viele erlebt, und war mal mehr oder weniger begeistert. Ich hoffe, meins gefällt dir. Das erste hat 13 Seiten, also recht schmal gehalten. Ich habe mich bemüht, wirklich auf den Punkt zu kommen. Du hast so neben den üblichen Begrüßungsseiten, hast du eben hier ganz viel Seiten, wo du arbeitest. Dann mir ist es ganz, ganz wichtig, dass du kennenlernst, welche Fähigkeiten der Hochbegabung so dein Kind mitbringt und welche so für dich wichtig sind, damit du das auch besser benutzen kannst, wenn dir das so klar ist, ne? Aber das führt dich eigentlich das Buch ganz gut drauf hin. Wenn du Fragen hast, fragst du einfach. Dafür haben wir unsere Facebook-Gruppe. Da bist du eingeladen, dich zu beteiligen, zu fragen oder vielleicht auch eine Antwort zu geben. Wie du siehst, habe ich hier ganz, ganz viel vorbereitet. Einmal ist es so ein bisschen bezogen auf dich und einmal auf dein Kind. Und ach, es geht dann auch noch mal hier darum, was macht es mit dir und deinem Kind? Also ist das vielleicht gerade gut und passend für euch oder vielleicht auch gerade manchmal explosiv? Da wirst du dann ein bisschen das genauer betrachten können. Es wird darum gehen, welche Probleme gerade aktuell da sind. Ich gehe mal davon aus, es sind welche da, sonst hättest du bestimmt diesen Kurs auch nicht gemacht. Schreib sie einfach mal drei Stück auf. Ein Problem habe ich dir schon mal reingeschrieben, dass du so eine kleine Idee hast, wie das aussehen könnte. Und dann geht es auch schon dahin, wie du eben weiter dein Ziel verfolgen wirst und wen du dafür in Anspruch nehmen kannst. So, also du hast dann auf jeden Fall viele Stärken aufgedeckt. Alles, was so unbewusst und irgendwie schon klar war, hast du dann mal alles zusammengefasst. Das ist halt sehr, sehr gut, weil du das einmal für die erste Aufgabe schon gut nutzen kannst. Und im Bereich des Trainings, das geht ja immer weiter, es kommen mehrere Themen hinzu, kannst du darauf immer wieder zurückgreifen. Das ist mir eben ganz, ganz wichtig. Genau. So, und das ist jetzt so ein kleiner Einblick. Ich gehe davon aus, du sitzt am Steuer. Steuer auf mich zu, wir machen das gemeinsam. Ich kenne die Situation, ich habe selber drei Kinder. Ich hatte auch mal die Idee, dass ich gerne ein bisschen Beratung hätte, keine Therapie brauche, aber doch tatsächlich gerne mit anderen Eltern mich austauschen möchte, dass ich es super fände, wenn ich die Möglichkeit hätte, auch ein bisschen Expertenrat zu bekommen. Und dafür ist eigentlich auch dieser Kurs gedacht. Das, was ich damals nicht hatte, biete ich dir heute an. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Also